Heute möchte ich mal mit euch über das Thema häusliche Gewalt reden. Und zwar darum, weil mir ist eine Geschichte zugetragen worden, wo ein Mann fälschlicherweise der häuslichen Gewalt, ja, sozusagen betitelt wurde von seiner Frau, die dann auch die Polizei gerufen hatte, und er wurde sofort des Hauses verwiesen, ohne dass überhaupt zuvor gegen ihn irgendwas vorlag. Ohne dass zuvor irgendwelche Beschwerden wegen häuslicher Gewalt waren oder ohne dass er überhaupt gefragt wurde. Und das bringt mich zu dem Punkt, häusliche Gewalt vor allem findet immer häufiger statt, gerade auch jetzt zu dieser tollen Crazy-Zeit. Ihr wisst ja, ich nenne es nur noch das Crazy, weil die Menschen nur noch wütend sind, sauer sind, mit ihren Emotionen gar nicht mehr umzugehen wissen und somit steigt auch die Gewalt. Erschreckenderweise findet die häusliche Gewalt aber auch immer häufiger durch Frauen zum Beispiel statt. Es ist nicht mehr so, hau ab, du Fliege. Es ist nicht mehr so, dass das immer nur von den Männern ausgeht, wie oft noch gesagt wird. Nein, es geht auch oft sehr oft von den Frauen aus. Das Fatale ist nur, wenn ein Mann sich dann wiederum wehrt, ja, und dann zum Beispiel die Polizei ruft, ihm wird oftmals gar nicht geglaubt. Das ist das eine. Er wird oft belächelt, als Waschlappen dargestellt, und er solle sich mal nicht so anstellen, oder naja, sind Sie sich sicher, dass er nicht doch irgendwie was, ne? Also ihm wird nicht geglaubt. Währenddessen, wenn eine Frau das meldet, ihr sofort geglaubt wird und teilweise auch sofort im Frauenhaus untergebracht wird. Was das Thema häusliche Gewalt angeht, es gehören immer zwei Seiten dazu. Und gerade wenn die Emotionen hochkochen, reagieren die Menschen schnell über. Und somit wäre es eigentlich richtig und vor allem auch wichtig, dass man auch bei der häuslichen Gewalt sich beide Seiten anhört, um entsprechend urteilen zu können, um sich eine Meinung bilden zu können. Weil wie gesagt, wenn die Polizei die Menschen ja gar nicht kennt, woher soll die Polizei wissen, was stimmt, was nicht? Ja, und wenn dann ein Mensch zum Beispiel sowieso gut lügt oder sich gut in Szene setzen kann, dann hat der andere, der beschuldigt wird, schlechte Karten. Das Schlimme ist nur, wird einmal sowas behauptet, das haftet an dir. Und wenn es dann auch noch Unterlagen dazu gibt, weil sowas muss ja festgehalten werden, ist es umso schwieriger für denjenigen. Deswegen, es gehört geprüft, es gehören sich beide Seiten angehört, es gehören, wenn es vor allem häusliche Gewalt ist, vielleicht auch mal das Umfeld mitbefragt, Nachbarn, da müsste ja zu hören gewesen sein, wenn sowas ist. Das ist meine Meinung. Wie seht ihr das? Habt ihr selbst zum Beispiel damit schon Erfahrung gemacht? Wurdet ihr dessen beschuldigt? Oder wart ihr diejenigen, die um Hilfe gebeten haben? Es ist halt nur schwierig, gerade, ich meine, ich bin froh und glücklich, dass es Frauenhäuser und alles gibt. Aber diese Plätze sind rar und diese Plätze sind teuer. Der Staat zahlt dafür. Und genau deswegen gehört es geprüft, ob die Person da auch wirklich hingehört oder ob sie nur einfach von zu Hause weg wollte und aber keinen Schlafplatz hatte. Als Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja, ich will keinem das unterstellen. Und deswegen sowas dann behauptet. Und genauso gehört auch der Mann genauso auf dieselbe Art dann geschützt, wenn er das anzeigt und auch belegen kann zum Beispiel, dann gehört er genauso geschützt und beschützt wie umgedreht. Wir wollen immer Gleichberechtigung, dann soll aber die Gleichberechtigung auch in allem stattfinden.